Das heutige Video wird euch präsentiert von Blinkist. Freunde, was braucht man für einen guten Horrorfilm? Serienmörder? Abgetrennte Körperteile? Splatter-Effekte? Nun, vor genau 60 Jahren hat Alfred Hitchcock bewiesen, dass man genau das nicht braucht. Es reichen auch einfach ein paar Vögel. Ja, die Vögel ist, vielleicht neben Psycho, einer der wichtigsten Hitchcock-Horrorfilme überhaupt. Er erzählt die Geschichte der Millionärstochter Melanie Daniels, die ihren neuen Schwarm Mitch Brenner überraschen will und dafür ins beschauliche, aber auch ziemlich gruselige Dorf Bodega Bay reist, dort aber umgehend von einer Möwe attackiert wird. Ja, und der Horror nimmt seinen Lauf. Gedreht wurde dieser legendäre Horrorfilm 1963 in Kalifornien in den USA und heute gucken wir uns mal an, wo genau sich die Drehorte befinden und wie sie sich in den vergangenen 60 Jahren verändert haben. Zeit für eine neue Filmsafari. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig die Drehorte bekannter Filme und Serien. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Wir beginnen unsere Drehtour genau an dem Ort, an dem auch der Film Die Vögel beginnt, nämlich in San Francisco. Genauer gesagt am Union Square. Das Gebäude dahinter mir, das ist das Tiergeschäft, in das Melanie Daniels in dem Film geht. In Wirklichkeit ist es kein Tiergeschäft, sondern ein Modegeschäft. Ja, und da sind wir auch schon auf dem Union Square. Und einmal mehr muss ich betonen, was für eine wunderschöne, faszinierende Stadt San Francisco ist. Ich weiß nicht, ob ihr meine letzte Drehortetour gesehen habt über die Full House Drehorte. Da haben wir ja schon sehr viel von San Francisco gesehen und meistens sieht diese Stadt sehr dörflich aus. Es liegt an diesen ganzen kleinen viktorianischen Häuschen, die hier überall rumstehen. Hier am Union Square allerdings, hier sieht San Francisco richtig nach Großstadt aus. Hier stehen ganz viele riesige Hochhäuser und Wolkenkratzer rum. Inzwischen sogar noch mehr als damals im Film Die Vögel. Wenn wir die Szenen mal ein bisschen vergleichen, Melanie Daniels steht hier an der Ampel, bereit die Straße zu überqueren, dann sehen wir, dass hier eine ganze Menge Gebäude dazugekommen sind. Allen voran dieser riesige Tower, den wir im Hintergrund sehen. Das ist, wenn ich jetzt alles richtig recherchiert habe, der Tower des Hilton Hotels und der wurde erst 1970 fertiggestellt, also 7 Jahre nachdem der Film Die Vögel erschienen ist und dementsprechend war er eben im Film auch noch nicht zu sehen. Gleiches gilt für diese ganzen anderen Gebäude drumherum. Wir sehen hier auf der linken Seite ein großes Gebäude, das damals noch nicht da war. Rechts des großen Hilton Towers ist auch eines und rechts im Hintergrund, da sehen wir auch so ein ja leicht futuristisch gebautes Gebäude. Auch das war damals im Film noch nicht zu sehen. Auf der linken Seite sehen wir heute in der Realität ein Gebäude mit der Aufschrift Saks Fifth Avenue. Dabei handelt es sich um eine amerikanische Luxus-Kaufhauskette. Da gibt es ganz viele Designerklamotten und so ein Zeug. Mir scheint, als wäre das Gebäude auch damals im Film schon da gewesen. Zumindest sehen wir da die Spitze, wenn ihr mal ganz genau hinguckt. Und auch auf der rechten Seite finden sich einige Gebäude, die auch bereits im Film zu sehen waren. Allen voran dieses leicht gelbliche da auf der rechten Seite. Daneben stehen nochmal so zwei kleinere und dahinter dann auch nochmal ein beiges Haus. Ja, die waren offenbar alle damals schon da. Es hat hier auf dem Union Square auch schon damals, vor 60 Jahren, Palmen gegeben. Da hat sich nicht viel dran geändert. Heute sind es sogar noch ein paar mehr. Es gibt eine Statue, die wir hier sehen, die wir auch im Film erkennen können. Rechts auf der Seite sehen wir auch diverse Werbetafeln auf den Hochhäusern drauf. Auch die sind heute noch da, auch wenn sie heute für
etwas andere Dinge werben. Also nicht mehr für Air France und eine Reise nach Paris, sondern für Sachen, die damals vor 60 Jahren einfach noch gar nicht existierten. Zum Beispiel die AirPods. Und auch auf der rechten Seite sehen wir diese ikonische Laterne, die ebenfalls in der Realität immer noch da ist und die gleich nochmal eine etwas wichtigere Rolle spielen wird. Die Kamera schwenkt nach links und hier sehen wir Melanie Daniels, wie sie über die Straße läuft und hoppala, hier sehen wir auch, ich lag ganz offensichtlich falsch. Das Saks Fifth Avenue Building, das Luxuskaufhaus, das wir hier im Hintergrund in der Realität sehen, das gab es damals ganz offensichtlich noch nicht. Stattdessen steht dort ein riesiges anderes Gebäude rum und ich habe mal geguckt, was das für ein Gebäude gewesen sein könnte und habe es rausgefunden, es ist das Fitzhugh Building, was im Jahre 1980 abgerissen wurde. Saks Fifth Avenue hat damals dieses Grundstück gekauft und hat dann eben beschlossen, dieses Gebäude hier abzureißen, weil es für sie ziemlich ungeeignet war. Es gab dagegen wohl auch ein bisschen Protest, weil das ein relativ historisches Gebäude für San Francisco war. Er baute in den 20er Jahren im Renaissance-Style, hat aber am Ende alles nichts gebracht. 1980 begann der Abriss. Im Film Die Vögel allerdings ist das Gebäude noch zu sehen. Wir drehen uns weiter mit der Kamera nach links. Hier sehen wir Melanie Daniels, wie sie auf das Tiergeschäft zuläuft und das wurde von hier gedreht. Was wir sehen, ist im Hintergrund dieses Gebäude, was das Westin Hotel ist und damals, wenn ich das mal so sagen darf, nicht so einladend aussieht, wie das heute der Fall ist. Guck mal auf die Fenster. Ich weiß nicht, sind das Vorhänge? Gelbe, verranzte Vorhänge? Ich bin mir nicht sicher. Also ich hatte kurz gezweifelt, ob das hier damals überhaupt schon ein Hotel gewesen ist. Dann habe ich aber mal geguckt und eine witzige Geschichte gefunden. Angeblich hat Alfred Hitchcock höchstpersönlich während der Dreharbeiten in diesem Hotel genächtigt und war auch, als diese Szene hier gefilmt wurde, in dem Hotel, vielleicht hat er heimlich oben aus dem Fenster geguckt oder so, wer weiß das schon. Denn die Aufnahmen wurden hier an dieser Kreuzung aus einem getarnten Möbelwagen gemacht. Angeblich, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Spannend, oder? Was können wir hier sonst noch entdecken? Wir haben hier heute eine Litfaßsäule stehen, die damals im Film noch nicht da war, mit Werbung für wahrscheinlich viel zu teuren Luxusringen. In der Mitte des Bildes sehen wir im Film so Zeitungen, die da rumliegen und so einen Mülleimer. Und auf der linken Seite einen kleinen Zeitungskiosk, der in der Realität nicht da ist. Und ich vermute auch, damals im Film nicht da gewesen ist eigentlich. Ich vermute, dass das eine Kulisse war und zwar aus folgendem Grund. Melanie Daniels wird nämlich jetzt hinter diesem Zeitungsstand hinterherlaufen und dann wird es eine, wie wir Fach-YouTuber sagen, Transition geben, also einen Schnitt, den der Zuschauer gar nicht bemerkt. Miss Daniels läuft hinter dem Zeitungsstand her, taucht dann wieder auf vor dem Tiergeschäft und ein paar Jungs pfeifen ihr hinterher und das wurde von hier gedreht. Und wie wir sehen, das Gebäude, das Tiergeschäft, ist überhaupt nicht hier. Ja, und der Grund ist nicht, dass dieses Gebäude, dass dieser Tiershop hier abgerissen wurde an dieser Stelle. Nein, das Tiergeschäft hat es hier nie gegeben. Das war weder früher noch heute noch irgendwann hier. Ab dieser Stelle wurden alle Szenen, die wir vor und in dem Davidson Pet Shop sehen, in einem Studio gefilmt. Und das erklärt auch, warum das hier heute alles so anders aussieht als damals. Bevor wir allerdings diesen spannenden Ort wieder verlassen, werfen wir genau wie Miss Daniels nochmal einen Blick zurück auf den Union Square, denn hier machen sich bereits die Vögel bereit für ihre große Attacke. Und hier sehen wir dann nochmal das, was wir eben schon gesehen haben, nämlich zum einen die Statue auf der linken Seite, die auch heute noch existiert, das Davy-Denkmal. Es ist gewidmet Admiral George Davy und erinnert an seinen Sieg in der Schlacht von Manila Bay während des Spanisch-Amerikanischen Krieges. Seit 1903 steht das schon hier rum. Und auch die eben schon erwähnte Laterne auf der rechten Seite ist immer noch da, zu der ich jetzt allerdings keine besondere Geschichte finden konnte. Es ist einfach nur eine wunderschöne alte Laterne mit Emblem und zwei Lampenköpfen, die heute hier steht und auch damals vor 60 Jahren schon hier war.
Bevor es weitergeht mit unserer heutigen Drehorttour, machen wir einen kurzen Zwischenstopp im Studio, denn wir haben für das heutige Video freundlicherweise einen Sponsor und das ist Blinkist. Wenn ihr meinem YouTube-Kanal folgt, dann tut ihr das möglicherweise auch deshalb, weil ihr hier hin und wieder mal was lernen könnt und Überraschung, genau das könnt ihr auch bei Blinkist. Hier findet ihr über 5000 Sachbücher aus allen möglichen Themengebieten. Das Tolle ist allerdings, ihr müsst die nicht komplett durchwälzen. Bei Blinkist bekommt ihr die Kernaussagen dieser Bücher auf den Punkt formuliert, entweder als kürzerer Text oder als Hörbuch von etwa 15 Minuten. So könnt ihr auch dann ein bisschen was lernen, wenn ihr vielleicht gerade gar keine Zeit habt, ein Buch zu lesen. Und ihr könnt das Ganze auch nebenbei tun, also was weiß ich, beim Joggen oder beim Putzen oder so. Ich habe mal geguckt, was es bei Blinkist so zum Thema USA gibt. Passt ja gerade ganz gut. Unter anderem das Buch von Barack Obama und Bruce Springsteen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass die ein Buch zusammengeschrieben haben. Jetzt weiß ich's. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist zum Beispiel das Buch von Ezra Klein. Das ist ein US-Journalist und der nimmt sich der Frage an, warum die Gesellschaft in den USA eigentlich so tief gespalten ist und warum die Anhänger von Republikanern und Demokraten immer weiter auseinanderdriften und auch irgendwie nicht mehr zusammenfinden. Das und mehr gibt's bei Blinkist. Es gibt mittlerweile eine neue Funktion in der App, die heißt Connect. Damit kann jeder Blinkist Premium-Plan von zwei verschiedenen Accounts geteilt werden, ohne zusätzliche Kosten. Damit könnt ihr also Freunde einladen und die können dann ebenfalls ihr Wissen erweitern. Wenn ihr den ganzen Spaß auch mal ausprobieren möchtet, gar kein Problem. Klickt einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung. blinkist.com/Matthias Schwarzer. Ich wiederhole nochmal. blinkist.com/Matthias Schwarzer. Dann bekommt ihr nicht nur 25% Rabatt, sondern, wie bereits erwähnt, zwei Mitgliedschaften zum Preis von einer. Und ihr könnt das Ganze auch 7 Tage lang kostenlos testen. Vielen Dank an Blinkist für die Unterstützung dieses Videos. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Drehorttour. So, das war's auch schon aus San Francisco. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt fahren wir genau dahin, wo auch Melanie Daniels hinfährt, nachdem sie das Tiergeschäft besucht und wo dann auch der Horror beginnt, nämlich nach Bodega Bay. Und falls ihr euch jetzt denkt, das ist doch bestimmt wieder irgendwie so ein ausgedachtes, fiktionales Horrorfilmdorf, was es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Nee, tatsächlich gibt es Bodega Bay. Es ist eine real existierende Küstenstadt und tatsächlich auch nicht weit entfernt von San Francisco. Die Zeitangaben, die in dem Film genannt werden, sind vollkommen korrekt. Man braucht etwa 1,5 Stunden von San Francisco über die Autobahn oder 2,5 Stunden über eine schnörkelige Küstenstraße, die mir allerdings bei Google Maps nicht mal als echte Routenalternative angezeigt wird. Also offenbar ist es wirklich sehr mühsam, die zu fahren. Deswegen sind wir ein bisschen schlauer als Melanie Daniels. Wir nehmen den schnellsten Weg nach Bodega Bay und mal gucken, ob wir dann auch wieder lebend aus diesem Dorf rauskommen. So, und damit sind wir auch schon an unserem ersten Drehort angekommen, kurz vor Bodega Bay. Ich weiß nicht, ob ihr es wiedererkennt. Schaut mal hier. Ja, genau das ist die Straße, die auch Melanie Daniels entlang heizt mit ihrem Aston Martin. Ja, sie heizt wirklich. Man hört im Film ja sogar die Reifen quietschen. Und das, obwohl Melanie Daniels eigentlich vor einem Bluescreen sitzt oder einem Greenscreen oder irgendwie sowas. Sie sitzt auf jeden Fall nicht wirklich hinterm Steuer, zumindest nicht für die Aufnahmen, die im Auto gedreht worden sind. Wie auch immer, das hier muss die Straße sein. Das Einzige, was mich wundert, ist, im Film ist sie zweispurig, beziehungsweise sie hat eine Mittellinie. Die ist jetzt hier bislang nicht zu sehen. Wir fahren jetzt aber mal weiter ins Dorf rein. Vielleicht ändert sich das noch. Und mal gucken, vielleicht gelingt es uns auch, die ein oder andere Szene wiederzufinden. Ist natürlich jetzt wahnsinnig schwierig, weil das hier jetzt wirklich alles wilde Natur ist. Naja, gucken wir mal. Ja, ich zeige euch zumindest mal so ein paar Szenen, die man im Film sehen kann. Hier sehen wir Melanie Daniels, wie sie mit ihrem Auto die Küstenstraße entlang fährt. In dieser Perspektive übrigens sieht die Straße nicht zweispurig aus. In dieser allerdings dann schon. Hier haben wir einen Blick aus dem Aston Martin heraus. Da fährt sie durch die wunderschönen grünen Berge. Hier haben wir auch nochmal so eine Einstellung, die die Küstenstraße in Gänze zeigt. Und auch hier, ja, das sieht hier alles irgendwie so ein bisschen
irisch aus. Das hat so ein leicht irisches Flair, finde ich, in dem Film. Könnte auch die Küste von, keine Ahnung, Galway oder so sein. In der Realität ist das alles ein kleines bisschen anders. So sieht es aus, wenn man die Küstenstraße in der Realität langfährt. Momentan, ihr habt es in meinen letzten Videos auch schon gesehen, sehr, sehr trocken hier in Kalifornien. Deswegen ist hier von grün nicht so viel zu sehen. Allerdings, je weiter runter man dann fährt ins Dorf hinein, desto grüner wird es dann auch. Was mir leider überhaupt nicht gelungen ist, ist diesen Blick auf die Straße zu finden. Überhaupt keine Ahnung, wo das gedreht worden sein könnte. Und ich bin mir auch irgendwie nicht so hundertprozentig sicher, ob wirklich alles auf dieser Straße hier gedreht worden ist, obwohl das angeblich, Quelle Internet, so sein soll. Die Bay Hill Road ist angeblich der Drehort dieser Szene gewesen. Nun ja, vielleicht bleibt das ein Mythos. Es war auf jeden Fall lustig, hier mal so ein bisschen durch die Berge zu heizen. Und das Feeling aus die Vögel kam auf jeden Fall auf. Bei in Iltides Rot rechts abbiegen, dann links abbiegen. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. So, ich bin angekommen in Bodega Bay, diesem historischen Ort. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu besichtigen. Wobei ich schon die eine oder andere Möwe gesehen habe. Vielleicht sollte ich doch besser wieder nach Hause fahren. Wie auch immer, jede Drehorttour beinhaltet auch immer eine kleine Enttäuschung. Das wisst ihr bereits. In diesem Fall allerdings ist die Enttäuschung ganz besonders groß. Denn das Bodega Bay, was ihr alle aus dem Film Die Vögel kennt, existiert in dieser Form in der Realität nicht. Das gilt insbesondere für diese Stadtkulisse, die man in dem Film sehr häufig sieht, zum Beispiel ganz am Anfang, wo Melanie Daniels mit ihrem Auto reinfährt, dann geht sie in so ein Geschäft und fragt nach der Adresse von Mitch. Das gilt auch für diese Szene am Ende mit der Tankstelle, die dann explodiert und so. Also diese typische Stadtszene, die man da sieht, die existiert in der Form leider nicht, denn dabei handelt es sich um eine Kulisse, um Fake-Häuser, die errichtet wurden, die wir dann heute dementsprechend leider uns auch nicht angucken können, was ein bisschen schade ist. Was durchaus existiert, ist allerdings dieser Steg mit dem Restaurant direkt daneben, The Tides, das man im Film auch sieht. Hier ist das Problem allerdings, dass dieses Restaurant vor einigen Jahrzehnten abgebrannt ist und dementsprechend in der Form auch nicht mehr existiert. Hier wurde ein neues Restaurant gebaut, was exakt denselben Namen trägt, aber eben völlig anders aussieht. Wie auch immer, ich würde sagen, wir laufen jetzt hier trotzdem mal so ein kleines bisschen rum und vielleicht haben wir doch noch die Chance, die ein oder andere Szene wiederzufinden. Und ich würde sagen, damit wir uns mal einen kleinen Überblick verschaffen können, fangen wir erstmal mit dieser Szene hier an. Das ist der Blick auf Bodega Bay, gefilmt von diesem kleinen Tante-Emma-Laden, wo Melanie Daniels hinfährt, um sich dann den Weg zeigen zu lassen vom Besitzer. Der zeigt dann in diese Richtung hier und ich vermute, dass das von hier gefilmt worden ist. Bodega Bay hat nämlich so einen kleinen Hügel. Unten vom Wasser geht's nach oben und dazwischen läuft so eine Hauptstraße her, über die wir gerade auch gekommen sind. Und ich vermute, dass das von hier ungefähr gefilmt worden ist. Was wir sehen können, ist, hier in der Realität steht am Ende eben das neu gebaute The Tides Restaurant. Das ist der Neubau als Ersatz für das abgebrannte Gebäude. Und hier sehen wir dann auch schon, dass das diesmal an eine ganz andere Stelle gebaut worden ist, als da, wo es noch damals im Film gestanden hat. Und das macht es auch so wahnsinnig schwierig, diese Szenen zu rekonstruieren. Das sprengt leider komplett meinen ohnehin nicht besonders guten Orientierungssinn. Aber egal, ich vermute, dass das von hier gefilmt worden ist. Das Gebäude links und rechts und alles, was wir hier sonst noch sehen, das sind, wie bereits erwähnt, Kulissenhäuser, die man hier hingestellt hat, um Bodega Bay offenbar ein kleines bisschen lebendiger zu gestalten. Und was man aber auch noch erwähnen muss, ist, dass man Teile dieser Kulissen auch in einem Studio errichtet hat. Also es ist alles irgendwie nicht so ganz klar, was jetzt hier wirklich Realität und was Fiktion und was Studio ist. Insbesondere auch diese Tankstelle, die wir zum Beispiel im Film sehen, die ja auch am Ende in die Luft fliegt, die fliegt in einem Studio in die Luft und nicht in Bodega Bay selbst. Also es ist alles hochgradig verwirrend und man findet leider auch nicht die eine plausible Antwort, die uns erklärt, wie man das jetzt hier damals eigentlich wirklich alles gefilmt hat. Aber egal. Eine Sache, die definitiv gleich geblieben ist und an der sich auch nicht rütteln lässt, ist die Natur rund um Bodega Bay. Schaut mal da an den Horizont. Da ist so ein Berg zu sehen und den sehen wir tatsächlich auch hier in der Realität noch hinter dem neuen The Tides Restaurant. Da irgendwo
muss also Mitch wohnen. Und das hier ist der Gegenschuss. Hier fährt Miss Daniels nun mit ihrem Auto den kleinen Hügel runter zum Wasser. Und das muss ungefähr von hier gefilmt worden sein. Hinten im Hintergrund der kleine Tante Emma-Laden, wo sie gerade nach dem Weg gefragt hat und so weiter und so fort. Das sind offenbar alles Kulissenhäuser, die man hier hingebaut hat, die in der Realität nie existierten und auch nicht mehr existieren. Wenn wir da mal hinten hingucken, da steht nur ein kleines Häuschen ganz allein auf dem Hügel. Was allerdings witzigerweise tatsächlich existiert, ist hier in der Realität auf der rechten Seite, ein bisschen versteckt hinter den Büschen, eine Tankstelle. Und hier ist jetzt natürlich die große Frage, ist das, was wir hier als Tankstelle im Film sehen, wirklich eine real existierende Tankstelle, die damals auch da war und die hat man dann im Studio quasi als Nachbau in die Luft gesprengt? Oder war auch das hier damals ein Nachbau, auch Tires, Batteries und so weiter und so fort? Es ist alles nicht so ganz klar. Und was leider auch nicht mehr existiert, ist dieser Steg hier, über den Melanie Daniels läuft, um sich dann ein Boot zu mieten, um dann Mitch einen überraschenden Besuch abzustatten und die Papageien vorbeizubringen. Auch dieser Steg ist leider zusammen mit dem Tides Restaurant in den 1960er Jahren abgebrannt und existiert in der Form heute auch nicht mehr. Was allerdings noch existiert, ist diese ungefähre Perspektive, von wo all das gefilmt worden ist. Schaut mal hier im Hintergrund diese Natur, die wir da sehen, den Rest des Küstendorfes. Ja, ich vermute ganz stark, dass das hier zumindest ungefähr die Perspektive gewesen ist, wenngleich eben dieser Steg heute nicht mehr da ist. Und dann fährt Miss Daniels mit dem Boot aufs Wasser hinaus, um dann Mitch zu besuchen. Und ich vermute, dass das von hier gefilmt worden ist, denn wir sehen hier diese wunderschönen, geschwungenen, sag ich mal, Berge im Hintergrund, die wir auch im Film die Vögel sehen. Zu guter Letzt noch ein Blick auf das frühere The Tides Restaurant. So sah das damals hier aus. Links übrigens die ikonische Telefonzelle, in die Melanie Daniels verschwindet, um sich vor den Vögeln zu schützen, später im Film. Ja, wie gesagt, kompletter Neubau heute, auch an einer anderen Stelle, aber nur der Vollständigkeit halber, so sieht das The Tides Restaurant heute aus. Man kann da übrigens auch reingehen, man kann da wirklich was essen. Und es gibt einen kleinen Souvenirshop, wo man auch ein paar Informationen bekommt zum Dreh des Films Die Vögel. Und auch ganz viel Kram kaufen kann, der mit dem Film zu tun hat. Also wenn das was für euch ist und ihr großer Hitchcock-Fan seid, hier könnt ihr auf jeden Fall die Kreditkarte zum Glühen bringen. Sich auf der linken Seite. Der nächste Drehort auf unserer Liste ist deutlich weniger enttäuschend als der Hafen, denn hier ist nichts abgebrannt, hier wurden auch keine Kulissen errichtet oder irgendwas neu aufgebaut. Nein, es ist alles noch da. Die Rede ist vom berühmten Schulhaus. Und das hier ist sie, die berühmte Bodega Bay School, die in der Realität nicht die Bodega Bay School ist, sondern das ehemalige Potter Schoolhouse. Das war wohl zwischenzeitlich mal ein Bed and Breakfast vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Mittlerweile ist dieses Haus allerdings ein reines Privatgebäude. Da kann man weder rein noch sonst irgendwas besichtigen. Man kann es sich aber von außen hier vom Zaun angucken. Das soll uns heute auch erstmal reichen. Rechts daneben ist auch noch ein relativ interessantes Gebäude, nämlich die Kirche St. Teresa von Avila. Die ist, wie man hier in dieser Szene sieht, zumindest manchmal so im Hintergrund ein bisschen im Film zu sehen. Deutlich prominenter war sie zu sehen im Jahre 1953 auf einem berühmten Schwarz-Weiß-Foto des Fotografen Ansel Adams. Was können wir hier Spannendes entdecken auf dieser Szene? Ja, wir sehen natürlich, dass das Gebäude der Bodega Bay School heute sehr, sehr viel schöner aussieht. Es wurde umfassend offenbar saniert und angestrichen. Schaut mal diese wunderschöne dunkelgrüne Farbe an den Pfeilern.
Richtig schön, das war damals noch nicht so. Damals sah das Gebäude wirklich so ein kleines bisschen versifft aus mit dreckigen Fassaden und so. Die Fenster wurden auch ganz sicher mal irgendwie neu gemacht, die Tür wurde gestrichen. Was wir aber sehen, ist, dass links und rechts des Treppengeländers immer noch so zwei Büsche stehen. Sind es wohl dieselben? Ich bezweifle das. Aber ja, an der Botanik hat man nicht so richtig was geändert. Hier sehen wir Melanie Daniels und die Tür in Nahaufnahme. Sie kommt aus der Schule raus. Was wir hier sehen, ist, dass das Geländer ein bisschen anders ist als damals. Das hat jetzt so ein Mittelgeländer. Das hat es damals in der Form noch nicht gegeben. Und ich vermute ganz stark, dass das auch mal komplett neu gemacht wurde, oder? Das sieht auf jeden Fall ein kleines bisschen anders aus. Ja, das hat so drei Balken, wenn ihr mal da ganz genau hinguckt. Das war damals noch nicht so. Da hatte es nur zwei Balken. Ja, ich fürchte, das hat man hier alles mal richtig neu gemacht. Hier sehen wir Melanie Daniels, wie sie mit ihrem Auto auf die Schule zufährt. Und hier können wir relativ gut erkennen, in den letzten 60 Jahren ist hier ein kleiner Wald hinzugekommen. Schaut mal hinter der Schule, da sind jetzt ganz viele Bäume. Übrigens auch auf der linken Seite, weswegen wir dieses Gebäude auf der linken Seite jetzt gerade nicht mehr sehen können. Da steht aber weiterhin ein Gebäude, so wie das auch hier im Film zu sehen ist. Dieses rumpelige Gebäude auf der rechten Seite, das ist hier allerdings heute nicht mehr zu sehen. Ich vermute, das hat man hier einfach irgendwann mal abgerissen. Heute ist da einfach nur noch eine große Wiese. Das hier ist wohl eine der ikonischsten Szenen aus dem Film. Die Kids rennen vor den Vögeln davon. Das wurde ungefähr von hier gefilmt. Und hier sehen wir nochmal, ja, da ist ein Wald hinzugekommen. Wir können das Gebäude im Hintergrund leider nicht erkennen. Und es ist auch ein schöner weißer Zaun hinzugekommen. Das sehen wir hier besonders gut. Rund um das Schulgebäude, aber auch rechts da rund um diese Wiese. Hier sehen wir die Kids von der Seite. Einer wird von einem Raben angegriffen. Und das wurde ungefähr von hier gefilmt. Das ist eine der weiteren Szenen, wo wir dann auch nochmal diese Kirche im Hintergrund sehen. Und ja, schaut mal den Zaun an, der war damals noch sehr löcherig und nicht besonders schön. Heute steht hier ein wunderschöner weißer Holzzaun vor der Weide. Diese Szene ist ja auch noch sehr ikonisch. Da sitzen die ganzen Vögel auf diesen Stangen drauf. Das muss ungefähr von hier gefilmt worden sein. Wir sehen das an dieser Ecke da rechts des Schulgebäudes. Ja, heute ist dort ein eingezäunter Garten und diese Stangen sind wahrscheinlich aus gutem Grunde nicht mehr hier zu sehen. Melanie Daniels in Nahaufnahme, sie beobachtet die Vögel skeptisch. Das, der Vollständigkeit halber, wurde von hier gefilmt. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Jetzt widmen wir uns nämlich der Lehrerin Annie Hayworth. Die hat nämlich links neben dem Schulgebäude ihr eigenes kleines privates Häuschen, was in der Realität nicht existiert. Auch das war damals im Film eine Kulisse, die man hier aufgestellt hat. Was wir noch vergleichen können, ist diese Szene hier. Hier steht sie vor ihrem Briefkasten in ihrem Garten. Hier sehen wir die Schule im Hintergrund und wir sehen auch auf der linken Seite die Kirche im Hintergrund. All das sieht man heute in der Form nicht mehr, weil hier sehr viel Büsche und Gestrüpp und Bäume stehen, die alle damals noch nicht da waren. Das hier ist der Gegenschuss. Melanie Daniels redet mit Annie und zwar vor diesem Haus hier. Das ist kein Fake. Das Haus hat tatsächlich existiert und wir sehen auch, dass das exakt dasselbe Haus ist, obwohl es heute einen etwas anderen Anstrich hat. Und zwar, wenn wir uns mal oben diese zwei kleinen Schornsteine da oben auf dem Dach angucken. Ja, die sehen wir auch hier im Film. Also das ist exakt dasselbe Haus gewesen. Und das hier ist das Haus der Lehrerin, wie wir es aus dem Film kennen. Das hier ist die Kulisse, die man einfach hier aufgestellt hat für den Film. Denn eigentlich ist links neben der Schule dieses Haus hier. Ich war kurz am Zweifeln, ob diese Theorie mit der Kulisse wirklich stimmt, aber ja, sie stimmt. Dieses Haus hier hat tatsächlich nichts mit dem Haus der Lehrerin zu tun, auch wenn dieses Haus hier eine Veranda hat. Sieht aber wirklich völlig anders aus als das, was wir im Film sehen. Das Einzige, was ein bisschen daran erinnert, ist der Briefkasten. Schaut mal da, so ein typischer runder Briefkasten, der fast ein kleines bisschen aussieht wie der rote Briefkasten der Lehrerin Annie. Und das hier ist die letzte Szene von diesem Ort. Noch einmal der Gegenschuss. Diesmal sitzt Melanie Daniels in ihrem Auto und möchte dann weiterfahren. Das wurde von hier gefilmt. Wir sehen immer noch auf der linken Seite diese Häuserecke mit dem Fenster. Ist auch heute noch da. Und offenbar hat man hier heute, 60 Jahre später, auch einen großen Zaun gezogen, der damals noch nicht da war.
Ja, tatsächlich ist aber nicht nur das Haus der Lehrerin Annie ein kleines Mysterium in dieser Szene. Es gibt auch noch eine andere Szene, die in der Realität nicht so wahnsinnig viel Sinn ergibt. Und das ist die Szene, wo die Kinder hier aus der Schule rauskommen, dann von den Vögeln davonrennen und dann diese Straße hier hinunterlaufen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in der Szene sieht man, dass dort am Ende der Straße Wasser ist. Sie laufen aufs Wasser zu. In der Realität ist hier aber gar kein Wasser zu sehen. Ja, hier einmal zum Beweis, das ist die Szene, die ich meine. Die Kinder werden von den Vögeln verfolgt, sie werden von hinten gefilmt, wie sie auf das Wasser zulaufen. Und so sieht das Ganze hier in der Realität aus. Da ist nichts mit Wasser. Da hinten läuft eine große Straße entlang, wo Autos herfahren. Davon sieht man allerdings im Film überhaupt nichts. Und hier ist auch überhaupt kein Wasser zu sehen. Ja, das Rätselslösung ist ganz einfach. In dieser Straße hat man halt nur diese Szene hier gedreht, wo die Kinder von da nach hier runterlaufen. Aber den Gegenschuss hat man wiederum in einer völlig anderen Straße gedreht. Ja, und genau da fahren wir jetzt hin. Nach 1000 Fuß rechts abbiegen auf Taylor Street. Du hast das Ziel erreicht. Ja, und hier finden wir sie dann tatsächlich, die berühmte Fluchtszene aus dem Film Die Vögel. Und wieder einmal stellen wir fest, eieiei, hier ist mal wieder kein Stein auf dem anderen geblieben. Insbesondere fällt uns auf, dass ganz hinten offenbar ein Gebäude fehlt. Da stand so ein blaues, zweigeschossiges Haus, was wohl früher mal ein Restaurant war. Zumindest ist das so leicht auf der Filmaufnahme noch zu lesen. Dieses Gebäude ist offenbar abgerissen worden und leider habe ich nicht herausgefunden, was die Geschichte dieses mysteriösen Hauses ist. Auf irgendeiner Seite wird dieses Haus gar nicht als Restaurant, sondern als zweigeschossiger Einkaufsladen beschrieben. Warum er jetzt aber verschwunden ist, steht da nicht. Was ganz interessant ist, das habe ich auf jeden Fall bei meiner Recherche bemerkt, Bodega Bay hat auf jeden Fall auch heute noch ein großes Problem mit Bränden. Also das The Tides Restaurant ist nicht das einzige Restaurant, was hier in den vergangenen 60 Jahren abgebrannt ist. Erst 2018 ist genau an der Straße, auf die wir da gerade gucken, ein Restaurant oder ein Hotel abgebrannt. Ich dachte erst, dass das vielleicht gewesen sein könnte, ist es aber nicht. Das befindet sich ein paar hundert Meter weiter die Straße runter. Daher kann ich leider nicht sagen, was die Geschichte hinter diesem blauen Haus ist. Auf jeden Fall befindet sich genau an dieser Stelle heute ein Parkplatz und daneben Diekmanns Bay Store. Was können wir sonst noch auf dieser Szene entdecken? Wir sehen, dass das Haus auf der rechten Seite immer noch da ist. Dieses spitze Haus, das sehen wir auch heute noch hier. Wir sehen, dass sich auf der linken Seite offenbar ein bisschen was verändert hat. Da ist mir nicht ganz klar, ob da jetzt ein Haus dazu gebaut worden ist oder eins abgerissen worden ist. Sieht ein bisschen anders aus und es wird auch viel von den Vögeln und von den Kindern verdeckt. Am Horizont sehen wir, dass früher offenbar in dieser Bucht ein paar mehr Schiffe oder Bötchen durch die Gegend geschwommen sind, als das heute der Fall ist. Ja, ansonsten passt das hier aber alles schon ganz gut und es kommt auch wirklich ein kleines bisschen gruselige Stimmung auf. Ich gucke mich auch immer um, ob nicht vielleicht ein Vogel von hinten kommt. Diese Szene wurde von hier gefilmt, was wir an den Häusern im Hintergrund erkennen können. Das Gebäude auf der linken Seite, dieses kleine Häuschen, ist immer noch da. Heute ist dort allerdings eine Hecke davor und ein Zaun. Und die beiden Gebäude direkt daneben, die sind auch noch da. Das erkennen wir da oben an dem Schornstein. Da ist sogar noch diese Antenne auf dem Häuschen in der Mitte zu sehen. Hier hat sich wirklich in den vergangenen 60 Jahren nicht wahnsinnig viel verändert, im Gegensatz zu allen anderen Orten, die wir heute besucht haben. Ja, und hinter dem Auto sieht es auch so ein kleines bisschen anders aus. Da war früher mal eine akkurat gepflegte Hecke. Die sieht heute so ein kleines bisschen anders aus. Ja, und das historische Auto ist natürlich leider auch weg. Heute steht da so ein moderner SUV. Naja, wer's mag. Die Kinder und Miss Daniels flüchten sich in ein Auto und das hier ist der Blick aus dem Auto heraus. Auf den ersten Blick sieht das alles ganz anders aus, aber wenn ihr mal ganz genau hinschaut, im Hintergrund in der Autoszene ist so ein kleines, spitzes, ich nenne das mal Schwedenhäuschen zu sehen, so ein typisches rotes kleines Häuschen. Wer hat die eigentlich erfunden? Waren es die Schweden oder waren es doch die Amerikaner? Egal, das klären wir vielleicht wann anders mal. Dieses kleine Häuschen ist immer noch da, schaut man da im Hintergrund. Es ist immer noch zu sehen. Heute ist allerdings eine schöne kleine türkise Hütte direkt
davor gebaut worden und deswegen sieht das hier heute alles ein kleines bisschen anders aus. Und auch der Zaun, der damals hier zu sehen war, der sieht heute ein bisschen anders aus. Früher war es noch so ein leicht löchriger Holzzaun. Heute hat man hier einen blickdichten, grauen Zaun errichtet und ich vermute sogar, das Häuschen da auf der rechten Seite, das ist irgendwie neu. Das sieht mir nicht so aus, als hätte das damals hier schon gestanden. Hier nochmal der endgültige Beweis, wie viel hier gefaked wurde. Melanie Daniels sitzt im Auto und hinten im Hintergrund sehen wir dann durch die Scheibe nochmal die Kirche. Ja, so sieht das hier in der Realität aus. Da ist nichts mit Kirche. Es ist einfach nur ein ganz normales, stinknormales Wohngebiet. Ja, und das ist jetzt hier die letzte Szene, die ich euch von diesem Ort und auch ganz generell heute zeigen möchte. Das ist nochmal ein etwas herangezoomter Blick auf das Restaurant, auf die Bucht. Ja, das wurde ungefähr von hier gefilmt und auch hier können wir nochmal ganz gut erkennen, dass auf der linken Seite, da wo jetzt dieser Garten, diese Freifläche vor dem kleinen Gebäude da ist, dass da offenbar irgendwas damals gestanden hat. Da ist noch so eine braune Hütte oder sowas zu sehen, die heute auf jeden Fall nicht mehr da ist. Ansonsten ein wunderschöner Abschlussblick auf die Bucht von Bodega Bay. Sogar ein kleines Bötchen fährt jetzt hinten rum. Aber seht ihr das da oben links? Da sind Vögel auf der Stromleitung. Vögel! Oh nein! Dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Freunde, das war mein kleiner Ausflug nach Bodega Bay. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen. Ich hätte euch natürlich sehr gerne noch weitere Orte gezeigt. Also beispielsweise gibt es noch das Haus von Mitch, was ebenfalls ein real existierender Ort ist, den man theoretisch besichtigen könnte. Es gibt auch noch das Haus der Nachbarn, die ja auch abgemetzelt werden von den Vögeln. Auch dieses Haus könnte man theoretisch besuchen. Das Problem an der ganzen Sache, all diese Gebäude sind Privatgebäude. Und ich habe es tatsächlich versucht, dorthin zu kommen und stand dann jedes Mal von einem dicken Gatter und kam nicht mehr weiter. Also müssen wir auf diese Orte leider verzichten. Aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein kleines bisschen gefallen, denn die wichtigsten Orte aus diesem Film, die habe ich euch ja gezeigt. Falls ihr schon so ein bisschen hört, vor meinem Hotelzimmer ist ein bisschen Krach. Da ist direkt ein Pool davor. Vielleicht springe ich da gleich auch noch rein. Ich habe ein sehr schönes Hotelzimmer jetzt erwischt. Ich muss wirklich sagen, je länger mein USA-Roadtrip dauert, desto besser wird's. Kann man nicht anders sagen. Es fing so ein bisschen holprig an in Los Angeles, was mir nicht so hundertprozentig gut gefiel immer. Aber seit ich in San Francisco war, also mein Gott, also diese Orte hier, die sind wirklich so freundlich und beschaulich und so friedlich. Und die Leute sind total nett und ja, hier auch, alle haben irgendwie gute Laune am Hotel. Gefällt mir richtig gut. Und auch Bodega Bay war sehr schön. Mal schauen, wo es uns das nächste Mal hin verschlägt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meine Arbeit so ein kleines bisschen unterstützen wollt bei dem, was ich hier tue, dann werdet doch einfach Patreon oder Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann gibt es auch immer exklusive Inhalte, zum Beispiel die Adressen der Drehorte, falls ihr die Orte auch mal besuchen wollt. Und neue Videos vor allen anderen. Also könnte sich vielleicht für euch lohnen. Checkt das doch mal aus. Ja, aber ich würde sagen, ich mache jetzt ein bisschen Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss und bis zur nächsten Reise. Dieses Video wurde euch präsentiert von Blinkist. Klickt den Link in der Videobeschreibung und sichert euch 25% Rabatt auf Blinkist Premium.